Buonasera, buonasera, meine Freunde. Nabend, nabend, nabend. Ja, Handtuch hier vor, war gerade beim Sport, kam gerade vom Sport. Man sagt ja, wenn man frustriert ist oder sauer ist, man soll Sport machen, dann geht es einem wieder besser. Und mir geht es jetzt wieder besser. Ja, bei uns auf Schalke ist ja immer was los, ne? Artikel Aufsichtsrat gegen Wagner. Wagner steht in der Kritik. Klasse Aufsichtsrat. Habt ihr aber früh gemerkt. Jetzt, wo nach den beiden Testspielen wir so verkackt haben und so schlecht waren, habt ihr es jetzt erst gemerkt, dass der Wagner vielleicht doch nicht der richtige Coach ist? Ich sage das die ganze Zeit schon, weil in der Rückrunde der Corona-Krise die letzten Spiele waren grottenschlecht. Und ihr merkt das erst jetzt? Aber okay, wie ich gelesen habe, auch einer vom Aufsichtsrat hatte den Schneider schon gebeten, sich nach Traineralternativen schon mal umzusehen. Ob das der Schneider gemacht hat, glaube ich nicht, weil der Schneider den am Wagner festgehalten hat. Ist klar, er hat den ja auch geholt und möchte ihn jetzt nicht unbedingt jetzt sofort loswerden. Vielleicht, er glaubt noch dran, dass er den Karren umdrehen kann. Aber Herr Schneider, glauben Sie bitte nicht dran. Nach Informationen ist ja, ich weiß nicht, Teil der Mannschaft sogar gegen den Wagner. Wenn das stimmen sollte, dass Teil der Mannschaft gegen den Wagner sein sollte, dann verstehe ich, warum die so spielen. Weil jeder, der, ich habe selbst Fußball gespielt und wenn ich einen Trainer nicht gemocht habe oder mehrere Mannschaftskollegen auch den Trainer nicht gemocht haben, geht man im Spiel nicht 100% rein. Ich gebe nur 50%, weil mir das scheißegal ist. Ist mir doch egal. Der soll weg. So, dann gebe ich nicht alles. Auch wenn wir verlieren, ist mir egal. Aber dann ist er weg. Im Endeffekt kann man sagen, der Trainer ist die ärmste Sau dann. Wenn die Hälfte der Mannschaft gegen den Trainer ist, dann kann der Trainer der beste Trainer der Welt sein, hat er keine Chance. Und wenn das wirklich so stimmen sollte, dass teils der Mannschaft gegen den Trainer schon sein sollte, dann würde ich nicht mehr lange warten, weil wir haben noch 4 Wochen Vorbereitung bis zum ersten Spiel gegen Bayern. Dann würde ich jetzt den Cut machen und den direkt rausschmeißen. Wenn die wirklich am Überlegen sind und nicht bis Bayern München warten, weil da bringt nichts. Dann lieber jetzt und dann hast du noch einen Trainer, der sich 4 Wochen vorbereiten kann, die Mannschaft kennenlernt, finde ich besser. Nur das Problem, welcher Trainer ist zur Verfügung und wer passt zu Schalke? Weil wir haben so viele Trainer, so viele Trainer, der muss aber charakterlich passen. Und der einzigste Trainer, der mir einfällt, ist der Marc Wilmots. Ansonsten, ich würde gerne auch den Rangnick haben, aber den willst du nicht kriegen, weil Rangnick finde ich eigentlich sehr intelligent, gut, wo der auch bei uns war. Haben wir einen schönen Fußball gespielt, der baut auch auf die Jugend. Der hat auch eine sehr gute Arbeit bei Leipzig gemacht. Aber das Finanzielle wird das gar nicht klappen. Deswegen bleibt die einzigste Alternative und ich wüsste ganz genau, der Marc Wilmots würde bei uns reinpassen. Aber ansonsten weiß ich nicht mehr, wen wir holen sollen. Aber da muss der Schneider jetzt reagieren und nicht warten. Ist meine Meinung. Weil desto du wartest, desto länger und das Spiel dann gegen Bayern ist. Und dann wartest du. Kriegst du einen gegen Bayern auf die Fresse, gegen Bremen weißt du dann nicht, wie du spielst, weil dann ist auch Kopfsache. Und wenn sowieso Teil der Mannschaft gegen den Trainer sind, dann weißt du ganz genau, verlieren sie auch. Und dann kriegst du gegen Leipzig noch eine Packung. Ja, nee, und dann spielst du unten drin und dann ist halt schwer da rauszukommen. Dann lieber jetzt den Cut machen, den Wagner wegschicken und hau rein. Wenn da im Aufsichtsrat da ein paar sind, die gegen den Wagner sind, dann wartet nicht lange und haut den raus. Tut mir leid für den Wagner, aber du hast 16 sieglose Spiele, nichts gebracht. Und sorry, ich habe international überall mal nachgelesen, es gab keinen Trainer, der nach 16 sieglosen Spielen noch Trainer ist. Das gibt es nur bei uns. Und das ist nicht normal. Sorry, Schneider, tut mir leid, aber der muss weg. Der muss weg. Wagner muss weg. Und noch eins, das Spiel gegen Bayern ist nicht mehr Freitag, da ja Bayern ins Champions-League-Finale ist und wird das Spiel gegen Bayern auf Montag verlegt.
Finde ich nicht schlimm, egal, wenn wir den Wagner noch haben, dann braucht euch das Spiel, manche sich das Spiel gar nicht angucken. Nein, aber das Spiel ist auf den Montag verlegt. Nicht mehr Freitag, auf den Montag, weil Bayern im Finale der Champions League steht. Ja, meine Freunde, was sagt ihr? Sollen sie den Wagner jetzt lieber rausschmeißen oder wollt ihr auch noch warten, bis die Bundesliga anfängt? Ich bin dafür, dass er jetzt gehen soll, damit der neue Trainer 4 Wochen Zeit hat, die Mannschaft kennenzulernen und die auf Bayern vorzubereiten. Weil Teil der Mannschaft ist gegen den, wenn das wirklich so stimmen soll, dann bringt dann nichts. Dann bringt das nichts, den noch weiter zu beschäftigen. Ist meine Meinung. Ja, meine Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Bin gespannt, was ihr wieder schreibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass zu 90% das Gleiche meinen wie ich. Und die 10%, okay, dann sind die für Wagner. Okay, meine Freunde. Wünsche euch alle noch einen schönen Abend, euer Schalker.